Hallo zusammen, wir sind hier im Büro vom Open Air St. Gallen und wir zeigen euch heute, wie ihr zu eurem Bündel kommt und wie das Cashless Pay funktioniert. Gut zuschauen und nachmachen. Ich bin hier beim Cyril, beim Vizepräsident vom Open Air St. Gallen. Cyril, kann ich mein Ticket schon vor dem Open Air holen? Genau auf einmal geschaut, dass der Besucher möglichst früh kann sein Ticket gegen den Bündel eintauschen kann. Er kann das vom Mittwochmorgen um 11 Uhr beim Bahnhof und im Breitfeld machen. Und es hat dort eine riesige Anzahl, total 20 so Bündel-Tauschstellen. Wenn man zu seinem Bündel kommt, der kann auch aufladen mit Geld und dann wieder heimgehen, noch mal ein bisschen schlafen und dann richtig ins Festival einsteigen. Ja, wir natürlich nicht extra hier ins Büro kommen, weil es hat hier überall Pflanzen und gar keinen Platz. Wir müssen es gerne probieren. Aber unsere Außenkorrespondenten zeigen euch jetzt, wo die Geräte nachher stehen werden. Jetzt schon? Ja, oh. Also, irgendwo da werden dann ihr eure Bändel können beziehen. Ganz genau können wir es euch nicht zeigen, weil die stehen ja noch nicht. Macht euch aber keine Sorgen, dass ihr es nicht finden würdet. Es ist ja gerade hier beim Bahnhofplatz in St. Gallen und so riesig ist das Areal auch nicht. Dann gehen wir jetzt weiter ins Breitfeld. Ja, wir sind hier in die Breitfeld, gerade neben die AfG Arena, wo der Parkplatz ist. Sie werden hier eines Tages wird das alles dir gehören. Nein, Quatsch nur. Hier hinten, Sie sehen den Parkplatz für die Autos und hier, wo diese zwei Autos stehen, ist der Wendeplatz für die Shuttlebus. Hier können Sie auch ganz bequem Ihre Bündel beziehen. Und wir geben zurück ins Studio. Danke vielmals für die sehr aufschlussreiche Erläuterung unserer Außenkorrespondenten. Hier ist der Bändeltausch. Ich habe natürlich mein Ticket bereits zu Hause ausgedruckt und möchte jetzt hier den Bändel abholen. Hoi! Super, danke vielmals! Tschüss! An dem Bändel seht ihr übrigens auch die Altersbeschränkung. Wenn ihr über 18 seid, bleibt der grüne Teil dran. Wenn ihr über 16 seid, bleibt der orange Teil dran. Und wenn ihr drunter seid, wird das abgeschnitten. Und ich möchte natürlich auf mein Bündel noch Guthaben draufladen. Das mache ich hier am nächsten Stand. Und haben wir es nicht schon mal gesehen? Hoi! Hoi! Ich hätte gern hier ein paar Batzen mitgebracht, dass du mir das Geld auf den Bündel laden. Okay. Kannst du deinen Chip hier auf den Lesern heben? Genau. Das ist schon gewesen. Okay. Und bevor ich hier aufs Open Air Gelände rein darf, wird natürlich noch kontrolliert, ob ich zutrittsberechtigt bin. Das passiert an dieser Säule. Ha! Ich bin zutrittsberechtigt. Wuhu! Jedes Mal, wenn ich das Open Air Gelände verlasse, muss ich an dieser Säule auch auschecken, weil sonst passiert Folgendes. Oh oh! Früher konnte man einfach aus dem Gelände rauslaufen. Wieso muss ich jetzt einmal auschecken? Das macht es ganz unattraktiv, um dir den Bändel zu klauen im Gelände rein. Weil erst wenn man auscheckt ist, kann man wieder rein. Und der geklaute Bändel, den ich im Hosensack mit rausnehme, der checkt es nicht aus. Und dann kommt auch niemand mehr mit dem Bändel rein. So wären gestohlene Bändel eigentlich per se wertlos. Und das ist für alle Besucher ein grosser Vorteil. Auschecken ist völlig easy. Es stehen nämlich bei den Eingängen 17 verschiedene Säulen für euch parat. Und ihr könnt das beim Vorbeilaufen machen. Voilà, ausgecheckt. Meine 100 Stutz sind drauf. Jetzt bin ich auf dem Gelände und ich hätte natürlich noch gerne etwas zu essen. Darum gehe ich hier an den Schnitzelbrotstand. Hoi. Hallo. Ich hätte gerne ein Schnitzelbrot von dir. Veggie oder mit? Mit so viel Fleisch, wie es nur geht. Okay. Und etwas zu trinken? Ein Cola hätte ich noch gern. Ich habe gern Cola. Gut, das wäre dann total 14 Franken. Jetzt kannst du einen Chip auf den Laser heben. Du hast 100 Gut, haben 100. Franken. Kostet 14 Franken. Und jetzt hast du noch 86 Franken. Das sehe ich hier ganz genau. Das wäre es schon gewesen. Danke.
Was mache ich, wenn ich den Bändel verliere? Ja, wo wir im Januar gesagt haben, dass wir Cashless-System einführen werden, ist das eigentlich der grösste Kritikpunkt gewesen, dass man, wenn man dann den Bändel nicht mehr hat, wenn einem der gestohlen wird oder wenn er sonst abhanden kommt, hat man nicht nur das Billett verloren wie früher, sondern man hat auch noch das Geld verloren, das drauf geladen ist. Und aufgrund von diesen Reaktionen haben wir reagiert und haben eine Registrierungsmöglichkeit geschaffen, wo man mit seiner Idee oder einem Fahrausweis bei einem Crashpoint vorbeigehen kann, die Idee oder den Fahrausweis durchziehen, und dann ist der Bändel mit der Idee und dem Fahrausweis verknüpft. Wenn man den Bändel verliert, geht man zum Infopoint und kommt einen neuen über. Dann kann ich nachher beim Infopoint sagen, hey, ich habe meinen Bündel verloren, darf ich den wieder haben? Ja, am besten die Idee zeigen, wenn du die noch hast, oder sonst deinen Namen, Vornamen angeben, allenfalls noch das Geburtsdatum dazu, weil Bruno Müller gibt es wahrscheinlich 3 verschiedene, und wenn du noch den Geburtstag dazu weisst, dann ist es super. Das ist richtig. Im Fall, dass ich meinen Bändel ersetzen müsste, muss ich dann aber neues Geld draufladen, habe ich das richtig verstanden? Du kannst neues Geld draufladen, das alte Geld wird dir da, wo auf dem Bändel drauf war, wird am Montag nach dem Festival zurückvergütet. Ich bin jetzt auf dem Festival und mein Bündel ist ja nicht registriert auf meinen Namen. Das heisst, ich möchte den jetzt noch, muss nicht, möchte, auf meinen Namen registrieren. Das mache ich hier bei diesen, wie heissen die, Ladestationen? Cashpoints. Bei den Cashpoints. Da kann ich natürlich mit meiner Idee, die ich hier per Zufall gerade bereit habe, machen. So, kannst du mir sagen, wie ich vorgehen muss? Genau, jetzt kannst du deine Idee hier bei deinem Gerät durchziehen. Jawohl, die weiße Streife schaut zu mir. So. Genau, und jetzt dein Bündel hier anheben. Und schon ist passiert. Und grün. Jetzt ist mein Bündel auf meinen Namen registriert. Genau. Super. Das heisst, in einem Verlustfall kann ich mit meiner Idee einen Ersatzbündel holen. Aber Cyril, darf ich den Bündel nicht behalten? Nein, ich laudere nichts. Oh Mann. Oh Mann. Sogar der Chef klaut mir einen Bündel, das gibt es ja nicht. Hoi, ich bin's. Mir ist der Bündel geklaut worden. Okay, kein Problem. Hast du eine Idee da? Ja, die hat mir der Cyril nämlich nicht geklaut. Ja, jetzt mache ich das nochmal. Jetzt ist der neue Bündel wieder auf meinen Namen initialisiert, genau. Ja. Personalisiert. Danke vielmals und schwuppdiwupp, der neue Bündel ist rum. Voll easy.